Hallo zusammen, kennt ihr eigentlich dieses YouTube-Format, wo ein YouTuber auf das Video von einem anderen YouTuber reagiert? Also typischerweise läuft das so ab, der nimmt an sich nur das Ursprungsvideo nochmal auf, hängt sich da selber vorne mit rein und gibt dann so ein bisschen seinen eigenen Senf dazu. Und diese Videos, die können sehr lustig sein, die können kurzweilig sein, die können interessant sein. Das sind ja auch typischerweise sehr große YouTuber, erfolgreiche Kanäle, die sowas machen. Da werden dann teilweise noch Streits oder Battles vorgetäuscht. Vielleicht sind die auch mal echt, wer weiß das schon. Wobei letztlich meist ja beide Kanäle auch von so einer Cross-Promotion quasi profitieren. Also ist ein ganz eigenes Genre auf YouTube und ich hätte nur nie gedacht, dass das für mich mal irgendwie interessant sein könnte, auch mal so ein Video zu machen, wo ich jetzt so einen anderen so ein bisschen wegdisse. Aber seit einiger Zeit bin ich auch nicht mehr ganz allein auf weiter Feld und Flur unterwegs mit meinen Skat-Videos. Es gibt einen weiteren YouTuber, Quantus, der auch Skat-Videos macht, meistens Livestreams, spielt auch auf Euroskat, spielt auch das Rocket-Turnier, ist dabei auch ziemlich erfolgreich, also ist zum Beispiel schon fürs Rocket-Jahresturnier qualifiziert, hat trotzdem die letzte Monatsmission auch wieder mitgespielt und in dieser letzten Monatsmission habe ich ziemlich auf die Rübe bekommen, war nicht so besonders erfolgreich. Und was sehe ich hinterher? Da, Fred Feuerstein, der schon qualifiziert war. Also Fred Feuerstein, so ist sein Nickname auf Euroskat. Der ist, glaube ich, wieder Vierter oder Fünfter geworden und hat sich da nochmal schlapp 250 € Taschengeld reingelutscht. Ja, habe ich einfach mal auf seinen Kanal geguckt und siehe da, tatsächlich hat er auch ein Video von gemacht. Ich schaue also rein und dann stolper ich hier über diese Partie und da habe ich gesagt, so, Fred Feuerstein, Quantus, nichts für ungut. Ich habe überhaupt kein Problem damit, dass hier noch weitere Leute Skat-Videos machen. Je mehr, desto besser an sich. Freut mich. Aber wenn man es dann macht und dann schon so in der nachträglichen Analyse so ein Spiel durchgeht, dann muss man sich doch da vielleicht ein bisschen Mühe auch geben oder ein bisschen vorbereiten, sage ich mal. Denn dieses Spiel, das hast du jetzt wirklich grottenschlecht gespielt. Das passiert übrigens jeden Mal, da nehme ich mich gar nicht von aus. Guck nur bei meinen SenseGuard-Livestreams rein, ne? Da bist du teilweise abgelenkt, da machst du nun mal Blödsinn. Aber wenn man es dann hinterher anschaut, dann muss doch da mal so ein bisschen der Groschen fallen. Also gucken wir mal rein. Ich mache das übrigens nicht so, dass ich jetzt hier sein Video zeige, aber ich packe mal den Link in die Beschreibung. Könnt ihr euch das Original gerne mal kurz reinziehen. Was ist also passiert? Er sitzt in Mittelhand, hat folgende Karte. Vorhand ist auf 18 raus, Hinterhand sagt noch 20, hält er natürlich mit diesen starken 7 Trümpfen, ist bei 20 Besitzer und findet jetzt bombastisch Pik Ass, eine super Karte, die hier die Pik 10 unterstützt. So, drückt drei Augen in Herz, ganz normal, zwei in einer Farbe, sagt jetzt hier dieses Riesenkreuzspiel an, Spiel läuft los, Pik Lusche kommt raus, er wird eingespielt oder er nimmt das Ass raus. Hinten fällt die 8 ganz unverdächtig. Jetzt zieht er einen Trumpf, einen Buben, auch ziemlich logisch. Hinten wird der Kreuzbube genommen und kleine Schrecksekunde, alle vier Trümpfe sitzen in einer Hand. Ja, und Quantus sagt schon hier, was, großer Schock. Ne, Riesenproblem, hier vier Trumpf dagegen, habt noch Glück, dass das Karo Ass gewimmelt wird und nicht etwa das Herz Ass. Das war gar nicht möglich, dass das Herz Ass gewimmelt wird, denn das sitzt hier bei dem Mann, der die vier Trümpfe hat, und der hat jetzt auch direkt das Herz Ass hinterhergespielt. Herz Ass, Herz Lusche. Ja, und hier vielleicht mal erste Frage in die Runde: Was sollten wir jetzt hier typischerweise tun? Oder idealerweise? Ja, Leute, abwerfen! Einfach Karo Lusche abwerfen, damit ist das Thema doch schon erledigt. 15 liegen, 26 und dann gibt es jetzt entweder noch einen Trumpfstich, wenn ihr die Trumpf 10 anbieten wollt, damit nur noch Karo Bube einen Stich macht und ihr dann mit den beiden anderen Trümpfen Dame und König abholen könnt. Oder ihr könntet dann danach auch beide Trumpfstiche abgeben, indem ihr zwei Luschen spielt. Dann machen die eben noch zwei Stiche, haben aber erst 26 liegen. Dann machen sie eben noch den Trumpfkönig und den Karo Buben und zwei Schmierungen, kommen sie auch nur auf 52. Also ganz offensichtlich hier abzuschmeißen, gewinnt sofort das Spiel. Und dass da vier Trumpf dagegen sitzen, ja, überhaupt kein Problem. Das Spiel ist so bärenstark, kann es lässig vertragen. Ne? Gut, Schneider wird das dann in dem Fall eben nichts, aber das ist ja mal nicht zu ändern und nicht so das Riesendrama. Was aber macht Quantus? Vor allen Dingen, er hat gar nicht drüber nachgedacht, auch jetzt in der Analyse offensichtlich nichts davon erwähnt. Er sticht, als ob das jetzt hier zwangsweise
vorgegeben ist, dass man stechen muss. Und ja, wenn er jetzt sticht, wie sollte er jetzt das Spiel fortsetzen? Beziehungsweise ist das Spiel jetzt eigentlich noch hundertprozentig sicher zu gewinnen? Ja, da muss man jetzt schon ein wenig vorsichtig sein, denn es geht hier so ein bisschen darum, die richtige Drohung zu erkennen. Was ist hier eigentlich die größte Gefahr für das Spiel? Doch nicht, dass da vier Trümpfe saßen, sondern die größte Gefahr ist, und das war ja am Spielverlauf auch schon so ein Stück jetzt zu erahnen, dass die Pik 10 hier noch abgestochen werden könnte. Denn dass der Mann, der hier 20 reizt, jetzt erstens nicht Pik hinterher spielt, sondern sein Ass jetzt anbietet, dass der ja auch noch Kreuz, Dame und König im Blatt hat, da soll der jetzt auch noch zwei Piken dabei haben. Also es ist schon fast logisch zwingend, dass der gar keinen Pik mehr hat. Und das Problem ist eben, dass hier mit der Karo Lusche noch eine Übergabe von dem Spieler zu dem gespielt werden kann. Und deswegen müsste jetzt, das Spiel kann tatsächlich noch gewonnen werden, aber jetzt muss es schon wirklich Präzisionsarbeit sein. Es müsste jetzt auf jeden Fall der Herz-Bube gezogen werden, um erstmal die Trumpf-Dame einzusammeln. Danach dann Trumpf-Lusche, was kann passieren? Trumpf-Lusche, Trumpf-König, Herz 10, 29, Karo-König, Karo 10 bedient, 43, Pik-König, Pik 10, Karo-Bube, 59. Also gegen die ungünstige Verteilung und angenommen, es kann tatsächlich in Karo die schlechtestmögliche Übergabe Karo König, Karo 10 gespielt werden, gewinnen wir hier mit 61. Wenn wir den Herz Buben ziehen, wenn wir die Trumpf Lusche ziehen, verlieren wir das Spiel mit 60, weil eben Trumpf Dame dann am Ende einsticht und nicht der Karo Bube. Ne? Dann fällt jetzt Trumpf Lusche, König, Herz 10, 29, Karo König, Karo 10, Karo Lusche, 43, Pik König 10, Trumpf Dame statt Karo Bube. Deswegen muss vor der Lusche der Herz Bube kommen. Aber jetzt kommt der Hammer. Was macht Quantus? Quantus will sofort diesen Trumpfstich rausnehmen. Das heißt, er kämpft hier gegen die komplett falsche Drohung. Er hat gar nicht gemerkt in dem Moment, dass hier die Pik 10 die größte Gefahr ist. Er bietet jetzt die Trumpf 10 an und jetzt hat er es natürlich geschafft. Trumpf 10, Karo Bube, Herz 10, die Gegner stehen auf 37. Ja, und der Gegner kann ja jetzt auch kaum was falsch machen. Was soll der jetzt noch für eine Idee entwickeln? Natürlich spielt er jetzt Karo. Und es ist schon ein Riesenglück, sage ich jetzt mal, für den Alleinspieler, dass hier wirklich zwei Karoluschen sitzen, dass der also nicht mit dem Bild rüberspielen kann. Aber das ist letztlich in dem Moment schon völlig egal. Der Spieler in Vorhand hat, ich denke es jetzt hier mal auf, noch Karo 10, König, Dame und die letzten Piken. Der hat ja vor allen Dingen auch schon gesehen, dass der Spieler kein Stück Herz hat und wo er selber vier Pik hat, kann der Alleinspieler ja nur zwei Pik haben. Also der muss jetzt einfach nur mit der Karo 10 raufmarschieren, dann fallen schon 47. Aber der hat das jetzt geschafft, hier nur mit dem König raufzugehen. Also quasi ein Zug, der dann fast genauso dusselig oder noch dusseliger ist als der Vortrag des Alleinspielers. So stehen sie jetzt hier plötzlich nur bei 41 und jetzt kommt Pik König, Pik 10, Trumpf König auf 59. Ja, also was soll man dazu sagen? Ich hatte irgendwie das Gefühl, da komme ich nicht drum rum. Da muss ich ein bisschen noch mal den Finger in die Wunde legen und nichts für ungut. Quantus hat in dem Turnier den vierten Platz belegt, hat fettes Geld eingefahren, also das kann er locker verknusen und vielleicht auch ein bisschen Promotion für seinen Kanal, schaut da gerne auch mal rein. Ne, weitere Skat-Videos, manchmal bin ich auch im Urlaub und vielleicht kommt dann Langeweile auf und ihr wollt mal schauen, was ist noch so los im Netz. Und ja, Quantus, mach gerne auch, falls es dich jetzt stört, mach gerne ein Revanche-Video. Bei meinen Livestreams findest du reichlich Futter, wo du mir auch einen verpassen kannst. Und damit sage ich viel Spaß noch. Ach so, und eins noch, bedanke mich bei den Unterstützern hier im Juli 2020. Thorsten Münch hat 5 Euro gestern eingeworfen beim Live SenseGuard mit mir und Jan-Christoph Müglich war auch mit 10 Euro dabei. Ich würde sagen, die nächsten T-Shirts sind schon so gut wie bestellt. Also danke dafür und damit bis demnächst mit einem abschließenden Gutblatt.